Moinsen, willkommen zurück bei Verdun. So, jetzt gibt's aber auf die Fresse mit meiner Shotgun. Oh nein. Beweg ich nix, wo ist meine Taschenlampe? Stefan, ich hab mir gerade so vor, du suchst so eine Taschenlampe auf deinem Schreibtisch und leuchtest dann damit so gegen den Pilz. Ja, so läuft das, ey. Ja, aber nicht meine Pistole, also ich kann auf Long Range nichts machen. Doch, ist doch okay auf Long Range, hast du selbst gesagt. Ja, stimmt auch, aber ich muss die Gegner halt ein bisschen... Ey, die sind rechts, ne, von dir. Da sind ganz viele lang gekommen. Da oben! Uns Junge gequickscoped, der hat irgendwo eine Granate... Okay. Der hat irgendwo eine Granate hingeworfen. Dann bin ich gestorben. Ja, ich hab auch irgendwo mal eine Granate hingeworfen gerade, nämlich direkt vor meine Fresse, ey. V4 Vendetta ist verbunden. Scheiße, Alter. Bester Film, Alter. Ist das ein Film? Nee, das ist Real Life. Nee, das ist Dokumentation über Hacker. Ich hab nicht der Marius, bin nicht. Der Marius. Butz, Junge, Alter, nix trifft er. Ich versuch jetzt No-Scopen, aber ich hab ne bessere No-Scope ab. Butz, Junge, nix kann... Lol, was? Lol, was? Ich hab ihn halt getroffen! Ich hab Vorlage bekommen, sind wir beim Fußball. Ja, gute Vorlage. Oder Rocket League. Ja. Ah, da kommt eigentlich Rocket League LP. Ja, ist doch schon lange da. Ja, wann kommen da neue Folgen? Ja, bald. Ja, müssen wir aufnehmen. Sehr bald. Nein, wir sind doch noch, ich hab's auch schon 80 Folgen, ey. Ja, das Problem ist, damals waren wir noch scheiße, das will sich keiner ansehen. Also, das will sich sowieso keiner ansehen, aber... Ja, genau. Deswegen können wir es auch gleich sein lassen. Nö, macht dir Spaß. Außerdem bin ich guter Spieler. YouTube-Fame. YouTube-Meister. YouTube-Mac-Meister. Ja, das Marius ist. Marius ist heute Abend auch wieder Grill-Mac-Meister. YouTube-URL. Du bist heute Abend auch wieder Grill-Mac-Meister, weil Bernd ist ja nicht da, deswegen bist du Grill-Mac-Meister. Kommt Bernd nicht? Doch, er muss gucken. Ja, der kommt später wahrscheinlich, wäre jetzt noch auf einem anderen Geburtstag. Ja, der kommt einfach so um 10. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber der kann halt weiter wieder Mac-Meister, so beim letzten Mal. Ja gut, ich bin heute... Ich bin Grill-Mac-Meister. Ihr seid heute beide Grill-Mac-Meister. Stefan macht Feuer und Breitwert schreiten an. Ja, ja, so wie letztes Mal. Ja. Wir haben's falsch rum. Ja, da ist, wir haben halt einfach Kohle-Brickets zum Anfeuern benutzt, anstatt normale Kohle. Funktioniert gut. Und so eine halbe Flasche Spiritus. Ja, eine halbe Flasche Spiritus, das hat immer noch nicht gebrannt. Oh. Scheiß Feuer hier, funktioniert nicht, ist nicht gut programmiert. Butz, Junge, da läuft an mir vorbei. Ich geb mal. Schön. Aber oft, Vorlage, Alter. Ohne Spaß, in dem Spiel ist es echt so, dass man oft von der Schlechtheit eines anderen profitiert. Das ist, okay. Ist halt einfach so. Von der Schlechtheit eines Gegners. Ja, genau. Leute, das sind ganz viele. Ah, easy. Ja, zwei waren da. Wow, krass. Egal, ich snipe die weg. Okay. Oh, oh. Noch. Da ist noch einer. Der ist angeschossen. 6-2 habe ich. Naja, ja, scheiße. Ah, ich bin besser als Stefan, aha, aha. Geht so nett. Wo stehe ich denn? 4-2, scheiße, ich muss Pilz machen. Ja, ich kipp Pilz machen, bitte. Ach Mann, mit seiner MP18i, Alter. Ja, die MP18i. Ja, das ist Vorgänger von MP9. Nee. MP19. Ja, die MP19, wer kennt sie nicht? Ach, ich muss hier raus aus dem Stacheldraht, es geht so nett. Ah, ich bin tot. Warte, kurz regenerieren. So, jetzt. Jakob Marius in deinem Kanal TMD. Nein, nix Frage zum Rollenwechsel, Alter. Ich will nicht die Seite wechseln wegen... Du musst N drücken, ne, wenn unten das kommt. Sonst gehst du anderes Team. Ja, ich bin ja Profi, ich hab... Achso, du bist ja wieder ein Profi, stimmt. Ach komm, dieser scheiß MP18-Lappen, ey, geht mir so auf den Sack. Ja genau, weißt du, gerade mal einfach Nate schmeißen. Wo ist der Gegner? Ey. Meine Fresse, er legt sich da auf den Boden an die dunkelste Stelle, dass ich ihn nicht sehe. Ich bin trotzdem, weil er nichts trifft. Stück Scheiße, Alter, alles. Ich bin halt so ein bisschen auf ihm rumgetrampelt.
Ja, du hast sie tot getrampelt, ne? Ja. Yeah. Ich verstehe nicht, von wo die Gegner kommen. Darf halt nie wirklich vorraschen, dafür werde ich immer geboxt. Tja, ist halt wie im echten Leben, ne? Ja, nö. Ich lebe sie auch immer drauf. Jo. Was ist denn das? Wie ist der hier einfach? Oh Gott, ne scheiß Nate war da. Ich hab's nicht gemerkt. Oh, ich raff immer nie, was meine Mates sind und was Gegner sind. Das sieht man echt schlecht. Vor allem wenn's, ne? Juhu, wir haben eingenommen, weil wir gut sind. Jetzt push ich die weg. Pack! Ja, es war knapp. Es war das Paul oder Johann oder Antonius? Johann. Ach so, 30 Sekunden down. Geil. Ja, das ist halt, weil Ausgleichsstrafe. Jetzt stirbt einfach das gesamte Team. Ja, das stirbt einfach so komplett aus. Das könnte, du, das könnte eigentlich echt passieren. Ne, ich bin noch da. Ich kann dir nicht zugucken. Ja, da bist du. Das klappt manchmal nicht. Jetzt geht's. Jetzt mach mal Kills, Alter, für die Kamera. Recht. So, das hast du getroffen. Ja. Man sieht halt nichts auf der Map, Alter. Da müssen wir Gamma auf 14 Millionen stellen. Stell mal Gamma hoch. Helligkeit. Und Gamma auch. Ne, ich mach Helligkeit nur. Ja, Gamma auch. Ne, Kontrast mach ich. Das. Fuck! Ich bin AFK! Ehrenlos! Killt dich AFK, Leute. Ich bin AFK! Ja, ehrenlos, was? Das ist ja was ganz Neues, dass du AFK bist, ey. Ja, muss gerade einstellen. Ach komm, wieder dieser ehrenlose MP18-Typ, Mann, was soll das? Soll ich erst mit dem GMG dann zusammen zu? Wir nehmen halt eigentlich gerade auf, du dummer Low, aber... Ja. Juckt ja keinen. Juckt ja eh keinen, hier kommt ja eh immer jeder rein. Dann geht in den scheiß Aufnahme-Channel mit einem verfickten Passwort. Da geht eh jeder rein. Ja, da geht auch jeder rein in den Aufnahme-Channel, juckt auch keinen. Ja, ja. Ja, ja, keine Ahnung, komm halt zu mir und dann laufen wir los. Ich komm dann so um Viertel vor. Jakob Marius betretet deinen Kanal. So, hast du irgendwie heute wieder Internetprobleme, Marius? Okay, ciao. GSU3 keine Ahnung, mein Internet war nicht mal weg. Hä, hey, du hast doch die ganze Zeit getimeoutet. Also ja, war eben war halt mein Internet nicht weg. Scheinbar war Teamspeak einfach nur ein bisschen dumm. Okay. Hat sich aufgehungen. Und ich hab's noch nicht aufgehängert. Aufgehängselt. Ja. Ja, aber dürfen wir jetzt pushen? 1:11. Ach man. Oh, so lang muss ich warten. Der hat nicht mal Gegner, was ist? Dann musst du auch mal da hinlaufen, wo Gegner sind, Stefan. Das ist ja, so. Nicht, Tipp vom Profi. Ich hab kein Wallhack. Obwohl, kann ich mir eigentlich mal downloaden. Ja. Also wie bei Rainbow Six Siege, ne? Ne, da hatte ich keinen Wallhack. Doch, da hat's Wallhack. Da hatte ich, ja, Stefan hatte unendlich Munitionshack, ne, weißt du, und aber dann hat er, und, ja, klein, Zeit. Also, ich kann's, Dingens halt, Terroristen jagen und mir dann halt Jakob Geld holen. Marius hat disconnected. Was ich eigentlich ziemlich fair finde. Ja. Weil, solange ich keinen Vorteil hab, also ich kann mir ja einfach Marius Geld holen. Jakob betretet deinen Kanal. Ja. Meine, ich meine, du kannst ja auch mit echt Geld zumindest ja. Die neuen Operator freischalten. Deswegen ist ja okay. Also finde ich es eigentlich ziemlich gerechtfertigt, da zu hacken. Ach man, jetzt also muss ich wieder 25 Sekunden warten. Ey, meine Fresse. Naja, nee, nur 16 Sekunden, krass. Boah, ich darf echt nicht so offensiv spielen in der Aufnahme, sonst ist es vielleicht ein bisschen langweilig. Wie stehst du denn? 5-5, Stefan, das ist aber nicht so Glanzleistung. Ja, hier, ne? Ich ist Krebs, Alter, ich krieg ständig auf die Fresse. Ja, ich auch, aber nicht so viel. Ich bin einmal mehr gestorben als du. Also sind halt nur am Camp. Ich krieg offiziell mehr auf die Fresse. Ja, die sind ja auch in der Unterzahl. Oh, da hat's einen Teammate zerfetzt. Ja, keine Gegner. Komm halt nie. Hat er die Granate gekocht oder was? Geht das?
Wusste ich gar nicht, dass es in dem Spiel geht. Aber was ich mich immer frage, der lässt doch den, der macht doch nur den Splint raus, aber lässt doch den Bügel noch auf der Nate. Wieso kann man die dann kochen? Der müsste doch den Bügel abspringen lassen, damit man die kocht. Das ist irgendwie so ein Fail von vielen Spielen. Also so... Ich meine, wenn du einen Splint rausmachst, wird die Granate nicht ausgelöst. Junge, alter Quickbow. So, jetzt muss ich aber langsam mal wieder einen Kill machen. Ich meine, ich stehe 11-7, ja, ist nicht ganz so gut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Shotgun overpowered ist. Aber ja, stark ist sie doch. Ist sie ja nicht. Du hast ja nur 7 Kills. Fuck, Alter! Er steht um die Ecke und gibt mir mit seiner Schaufel! Er boxt mir einfach die Schaufel in die Fresse, weil er sich keine Waffe leisten kann. Ja, so war das halt im Ersten Weltkrieg halt, ne? Kackmanns, Alter. Spaten war eine der besten Waffen. Aber ich hab ein Messer vorne am Bajonett an meiner Dingens. Ich hab ein Messer vorne am Bajonett, Alter. Ja, das ist guter richtig Spieler. Swaggy, Alter. Wenn ich mal nicht in Range bin für das Messer, dann benutze ich einfach mein Bajonett. Das ist ein bisschen länger als dein Messer, ne? Ja, das ist vorne am Messer an der Klinge dran. So, ein bisschen weiter unten. Ein Stück ja, ein weiter Stück vorne. Schall. Da ist einer, der campt. Putz, Junge, ich snipe ihn einfach weg. Das ist Scheiße. Schon einer gewesen. Ey, das ist dumm, das Spiel. Eichhörnchen heißt der. Wir sind 1-0 in Führung, Stefan, ne? Das ist gut. Wie steh ich? Scheiße. 9-7, Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Ich spiel lieber MG, ganz ehrlich. Ja, aber Shotgun ist doch OP, hast du selbst gesagt. Ist ja auch. Aber bist mit einer OP-Waffe scheiße? Aha, okay. Guter Spieler. Ja, ich kann halt nur aus der Waffe spielen. Ja. Reitfeld, ich komme. Alter, das sind einfach 5 Leute mit dem Spaten, ey. Fuck, Alter. Ich brauch so lange, um nochmal zu schießen, wenn ich einen Schuss gemacht hab. Ja. Dafür mach ich jedes Mal One-Hits in Moskau. Bumm, klack. So geht die Shotgun, ne? Ja, Alter, soll mal hier ein bisschen. Soll mal ein bisschen Adrenalin nehmen, ja, oder hier. So. Das ist dann mal schneller. Bisschen Adrenalin hier. Ich meine, ist ja nicht schon so, wenn man im Krieg ist, dass man genug Adrenalin hat. Ja, der braucht noch mehr. Braucht noch mal Adrenalinpillen hier. Wie bei Berserk, geht's los, ey. Explodiert ja, gut, die haben aber auch, glaube ich, irgendwie. Da war mal was, habe ich mal gesehen. Wegen Crystal Meth und so. Haben explodiert dem seinem Kopf, ey, weil der so viel Adrenalin hat. Also, das haben die schon genommen, so Aufputschmittel. Ja, klar, natürlich. Damit die easier aufs Maul hauen können. Das kannst du es auch nicht überstehen, Alter, ohne Spaß. Doch. Machst einfach Peng. So, ja, hast du ja Ahnung. Achso. Ich war dabei. Warst schon so auf dem Krieg, Alter? Ja, ist, schon 4-5 Mal. Kriegsveteran rein, ne? Ja. Ach, du hast geschossen, ey, kleiner Lappen. Irgendwer hat auf mich geschossen. Oder was du? Damals über den Pazifik ist aus dem Flugzeug gefallen. Ja. Rausgefallen. Nee, der ist als Fallschirmjäger aus Versehen rausgefallen. Er hat aber deinen Fallschirm vergessen. Nein, er war Co-Pilot. Also Co-Pilot. Kindersicherung an der Tür. Also. Ja, normal. Kann man mal machen. Kann man einen Film zu drehen. Oh, hier gibt's Action. Wurde Junge weggesniped mit der Shotgun. Ganz normal. Mein Abschuss, du Lappen. Ja, ich hab Vorlage bekommen. Ja, gute Vorlage. Wurde Junge, Alter, nix können sie. Shotgun ist so dumm einfach. So, schöne Nathan. Sollen wir jetzt angreifen? Nein, wir haben den Bereich erobert. Jetzt gerade eben, wir haben gerade angegriffen, du Idiot. Achso. Die war nur so scheiße und. Warum ist das komplett über uns überlassen, das Ding? Bleib mal bei dir, dann. Ich weiß halt nie, wer Teammate ist. Ja. Bei mir weißt du, du hast einen guten Teammate, ne? Schieß erstmal in den Rücken. Darf da nicht durch. Ja, das ist gegnerische Graben, ja? Auf jeden Fall. Ich will da aber hin. Dann geh doch hin. Ey, ich krieg aufs Maul dafür. Du hast 8 Sekunden, hast du ja. Okay. Aber hier sind keine Gegner, ich muss zurück!
Jetzt 2 Sekunden hatte ich übrig. So. Ja, jetzt war dann gerade ein Gegner, den hab ich gerade gemacht. Fuck! Na, falschen Moment losgelaufen. Gleich push ich rein. Dann mal Stefan. Gleich pushst du rein. Jetzt. Wutz, Junge! Sei ein Profi! So geil, das Spiel. Geh nochmal rein. Da ist noch einer. Der hat ihn mir vorbeigeschossen, Alter. Der kann nix. Der guckt da ganz leicht über die Deckung drüber. Ah, der kann nix. Einfach mit der Shotgun hinschießen. Soll ich ihn reinpushen? Ja, ja, komm, push rein. Das ist immer gut. Wo ist denn der? Ach, der lag da auf dem Boden, Alter. Der sieht aus wie Dreck, der Typ. Der ist ja auch Dreck. Der soll sich mal waschen, Alter. Also Kriegsbemalung aufgemalt, so extra. Ja, genau. Ja, nee, der lag halt wirklich so auf dem Boden, halt. Dann bin ich halt auf ihm rumgetrampelt. Ja. Folgen von V vor Vendetta. Robby Gott hat einen Kopfschuss. Oh, scheiße. Ja, ich spawn halt und krieg direkt aufs Maul vom Gas. Ja. Passiert mir auch jeden Tag. Wenn ich aufwache. Komm zu ihnen. Danke sehr. Oh lol, da ist einer. Hä, wo lag denn der rum? Ich sehe ihn nicht. Hä? Komm, der war hinter uns. Nee. Doch, der war hinter uns. Ja. Ja, Alter, ich komm so um die Ecke, peng tot. Der steht da noch so, guckt da so hin und ich denk so, was? Alter, wie kommen die denn da hin? What the fuck? Alter, hat dich getötet. Ich glaube, unser Team hat irgendwie ein bisschen reingekackt, kann das sein? Ich meine, sonst würden die da ja nicht hinkommen. Ja, guckst du es an, VV Vendetta ist König. Der hat, glaube ich, noch keinen Kill gemacht. Echt? Was ist denn der für ein Level? Nee, 9 Kills, 9-10. Alter, ist halt Level 100, Alter, steht 9-10, what the fuck? Ja, der spielt halt mehr auf Objective. Ja, ja, genau, sagt man dann so, ne? Wenn man ein guter Spieler ist. Alter, die Map spawnen halt 8 Kilometer weit. Die Map sieht schon grafisch gut aus, also ohne Spaß. Nee, ist scheiße, weil es so dunkel. Ach so. Lass mich den killen. Da ist noch einer. Hat, Alter, die Shotgun ist so verkackt, overpowered. Was ist denn das? Ach, hast du den auch gemacht? Ich hab alles gemacht. Auch in die Hose? Ja. Aber wie kamen denn die Typen hier hin? Die mussten durch 5 Linien brechen. Von uns. So ungefähr. Der war außenrum. Ja, aber da stehen doch überall unsere Leute eigentlich. Scheiße, 2 Leute noch. Ja, nee, die kommen von außen einfach. Rechts von dir, genau dort. Dort? Ja, warte, ich kann dir gerade nicht zugucken. Weißt du was? So. Putz. Also, sie kommen von rechts auf jeden Fall. Da, ja, von dort, genau, von dort kommen sie. Geh durch, push die weg. Da sind noch ganz viele. Ja, Leute, ich spawn einfach direkt vor deiner Fresse. Ja, das ist halt, weil wir im Trupp sind. Das nennt man Trupp-Gameplay. Ich weiß nicht, ob du schon mal mitbekommen hast, dass das in einem Spiel so ist, ähnlich wie in Battlefield. War das? Voll von Battlefield geklaut, Alter. Ja. Entwickler können sich nicht eigenes ausdenken. Ja, ja. Lass sie mal verklagen. Ja. Yeah. Ich treff nix! Scheiße, Alter, MP18 ist ja mega krass. Ja. Ja, das ist halt wie. Wie ein MG, Alter. Alter, ich hab 0 Spawnzeit. Ich kann instant spawnen. Das ist so gut wie. Warum treffe ich ihn nicht? Mann. Warum ist. Wer ist denn der? Warum treffe ich ihn nicht, Mann? Hallo, hier ist so ein geiler Bunker. Fuck! Wieso ist er nicht verreckt? Stefan, hier ist so ein geiler Bunker. Er hat nur noch 1 HP ungefähr. Vorlage, easy. Gutes Tor. Also dieser V für Vendetta kann echt irgendwie gar nichts. Da ist Flammenwerfer. Ja, der hat mich gemacht. Ja, gut. Der hat Triple Kill mit der Wax gemacht, ey. Ist so das ein Lappen. Rüdiger? Ja, das ist Rüdiger. Ja. War nur vor Black Ops da. Oder? Nee. Wax kam erst mit dem letzten Update. Da haben die voll von Black Ops geklaut. Alter, ohne Spaß, was ist das für eine OP-Scheiße, ey? Kommst du aber nicht durch, Stefan, ne? Ja. Egal, aber ich hab einen gesniped. Welchen Stacheldraht? Ja, das sind 100 Leute, die da einfach sprayen, ohne zu denken. Warum kann ich nicht automatisch dir zugucken? Du bist doch in meinem Trupp. Ja, das ist eine gute Frage.
Gute Frage, das Netz. Da ist einer! Nein, das ist. Nein, doch. Was? Gute Frage. Der hat so aus dem Rücken geschossen und dich gekillt. Aus dem Rücken geschossen? Ja, das sah so aus. Der ist so. Der hat halt Wannes hingeguckt und dann sah es so aus, als hätte der Typ dich so aus dem Rücken. Ja. War das einer um die Ecke rechts? Mach ich auch immer so. Ah, da kann eh nix. Easy win, würde ich sagen, ne? Oh, die ist unterirdische Bunker. Jo, da war ich auch letztes Mal drin, der ist voll geil. Wo ist denn der Lappen? Guck mal den mal zu. Bist du denn auch da? Darf da nicht durch. Okay, warte, ich muss gleich. Gleich? Jetzt. Ja, jetzt, toll, jetzt bin ich schon gespawnt, jetzt kann man dir nicht zugucken. Ja, ich guck mal eh zurück. Ja, Fabian kommt noch vorbei. Wo sind die Gegner? Sind da welche? Ja. Einen habe ich gemacht mit meiner Pibisto-Bibille. Hier aber nichts. In der Wecke! Wecke, Wecke, was? Ecke! Ich versteh's nicht. What the fuck? Ich war zweimal drauf, aber hab zweimal nicht getroffen. Das ist irgendwie. Alter, ich hatte wirklich eine Sekunde useless grad. Ja, du spawnst halt immer genau zwischen den Wellen anscheinend. Ich bin halt ein König. Ja, kalkulierst du immer, ne? Oh, Flabim. Ja, Flabim, der kann nix, Alter. Ich will den auch mal spielen. Der musste Deutsche spielen, nur die Deutschen haben Flammenwerfer. Fuck! Ey, ich muss eine halbe Stunde nachladen. Hinter ich uns, krieg hinter das nicht uns. Hin. Ja, ich bin schon tot. Oh, man läuft grad nicht so. 21:15 habe ich, what the fuck. Ohne Witz, ich muss eine halbe Stunde immer nachladen. Das MG ist da schon ein bisschen besser. Also, da kann ich 5 Kills machen, ohne nachzudenken. So. Bei der Shotgun muss ich immer so kurz immer entdecken. Musst du nachdenken, das ist nicht so deine Stärke. Nee, nachdenken muss ich nicht. Aber ich spawn halt bitte. Ja, ich spawn tot. Halt und bin tot. Ja. Von selben Typen sind wir gestorben. Wie Battlefield halt, ne? Was hat Spawns, für ein Bild gemacht? Was hat ja, was ist denn passiert? Echt? Wurde er jetzt echt gescammt? Keine Ahnung. Ja, was genau ist passiert? Hat er Geld oder wie verloren? Also hat er ihm Geld verloren? Ja, im Prinzip hat er Geld verloren, ja. Ja, nee, aber wurde ihm Geld versprochen oder was ist denn? Die kommen durch einen kleinen Bunker. Ah, ich bin auf der anderen Seite der Map. Ich hab die Nate nicht kommen sehen, aber ich hab sie gehört, aber ich hab gedacht, die wäre über mir oder irgendwo. Weil ich sie eben nicht gesehen hab. Mann, es ist nicht möglich, Alter. Ich muss wirklich eine halbe Stunde lang da immer nachladen. Weißt du, die ganze Zeit änderst du deine Meinung über diese Waffe, ne? Ja, die ist zwar overpowered, aber man muss wirklich 20 Jahre lang da immer warten. Ja, so ist es halt. Das ist scheiße, es ist. Ja, das wäre sonst ja noch mehr OP, wenn du so putz, putz, putz machen könntest. Ja, ist halt XM1014, das CS. Ja, XM1014. Auto Freddy. Ich weiß halt nie, wer Teammate ist und wer nicht. Ist einfach auf alle. Ja. Damals auch keinen gejuckt. Mann, no. Okay, er quickscoped mich weg, Alter. Aber ich stehe vor ihm, schieß mit der Shotgun. Wieso soll's denn treffen? Streut ja so viel. Nach hinten streut's. Nach hinten, ja. Ja, weißt du, nee, wenn ich so 10 Kilometer entfernt bin, treffe ich One-Hit, gell? Aber wenn ich vor ihm stehe, dann geht einfach nicht rein. Ja, so ein Typ wollte, dass ich mein Items verifiziere und dann hat so ein Steam-Typ geschrieben, ich soll so einem Bot mein Knife als Handelsanfrage schicken. Also? Er hat das dann angenommen und jetzt meint also? Er, das war ein Bug und ich soll ihm mein ganzes Inventar schicken, um mein Knife wieder zu bekommen.
als ob Pimpel dumm ist. Hey, was hat er gemacht? Sag nochmal. Ja, Pimpel also, hat sich extrem... Da war so ein Typ, der meinte so, ja, gib mir dein Knife, ich will gucken, ob das nicht geklaut ist, also ich will gucken, ob es verifiziert ist. Ey, der hat dem Knife gegeben. Der ist nicht wirklich so dumm, oder? So lächerlich, Alter, sich so scammen zu lassen. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Pimpel ist dumm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss! Also...